Schluss mit der Sozialromantik. Ein Jugendrichter zieht Bilanz. Dieses Buch ist im Herder Verlag erschienen. Der Jugendrichter ist niemand anderer als Andreas Müller, auch gerne Richter gnadenlos genannt. Diesem Etikett möchte er nicht gerecht werden. Der Titel seines Buches aber hält, was er verspricht. Andreas Müller ist seit 1994 Richter und seit 1997 am Amtsgericht Bernau vorrangig als Jugendrichter. Er weiß, wovon er spricht, kommt er doch selbst aus schwierigen Verhältnissen. Seine Jugend ist geprägt vom trinkenden Vater und vom Bruder, der im Drogensumpf versackt. Vielleicht sieht er auch gerade deshalb einen Reformbedarf des deutschen Jugendstrafrechts. Der einstige Querulant, bekannt geworden durch seine harten Urteile, hart aus Sicht der Sozialromantiker, wie er sie nennt, setzt auf Abschreckung statt Kuschelpädagogik. In 18 Kapiteln schreibt Müller klar und deutlich, was er erwartet: eine Reform des Jugendstrafrechts. Jugendrichter sollten mehr Munition an die Hand bekommen, um straffällig gewordene Jugendlichen die Grenzen aufzuzeigen. Eine reine Verschärfung der Strafrahmen hält er für nicht nötig. Die zur Verfügung stehenden reichen aus. Was aber fehlt, ist eine Generalprävention, um den jugendlichen Straftätern frühzeitig die Grenzen aufzuzeigen. Das Buch ist biografisch gehalten. Anhand von ihm verhandelten Fällen führt Andreas Müller dem Leser die Probleme vor Augen. Derer gibt es einige, dazu kommt die Aufgabe der Jugendgerichte, die erzieherische Komponente. Müller formuliert dies drastisch. Nachdem alle Institutionen versagt haben, soll der Jugendrichter es schaffen, erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenzuwirken. Hier ist zunächst einmal die Realität zu beachten. Zwischen Tatbegehung und Erstentscheidung eines Gerichts können durchschnittlich 9 bis 12 Monate vergehen. Diese lange Zeit ruft insbesondere bei Schwellen- oder Intensivtätern die Einstellung, es passiert ja sowieso nichts hervor. Hier setzt Kirsten Heisigs Neuköllner Modell an. Es ist, grob ausgedrückt, eine Beschleunigung des Verfahrens mit dem Ziel, durch eine kurze Zeitspanne zwischen Tatbegehung und Entscheidung des Gerichts sowohl Tätern als auch Opfern besseren und effektiveren Schutz zu gewähren. Dieses Modell und der seit Anfang 2013 zur Verfügung stehende Warnschussarrest sind aus Müllers Sicht ein guter Anfang. Wir müssen weg vom Du-Du-Du hin zu einem effektiven, pädagogisch sinnvollen Jugendstrafrecht. Dass seine Urteile alles andere als hart sind, stellt Müller in den einzelnen Kapiteln dar. Er nutzt oft eher kreative Ansätze, die aber Wirkung zeigen. So können Springerstiefel auch schon mal eine Waffe sein. So kann ein Besuch einer Moschee und ein anschließendes Döneressen für eine 15-Jährige, die öffentlich den Hitlergruß zeigte, eine effektivere Strafe sein als Sozialstunden. Schluss mit der Sozialromantik. Ein Jugendrichter zieht Bilanz, hält, was es verspricht. Ein lesenswertes, aber auch erschreckendes Buch. Andreas Müller wählt klare Worte und zeigt die Schwachstellen des Jugendstrafrechts auf. Auch beschreibt er den Alltag eines Jugendrichters, der alles andere als kuschelig ist. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Andreas Müller geht es um Öffentlichkeit. Sein Anliegen ist eine Reformierung des Jugendstrafrechts. Hin zu einem effektiven Mittel, jugendlichen Straftätern aufzuzeigen, wo die Grenzen sind. Beim Lesen des Buches musste ich feststellen, dass der Alltag eines Jugendrichters alles andere als romantisch ist. Festgelegte Arbeitszeiten scheint es nicht zu geben, Arbeitsüberlastung ist an der Tagesordnung und die eigene Wut, die auch Müller im Buch beschreibt, scheint ein ständiger Begleiter zu sein. Es ist kein Buch, was man nebenher liest. Es sollte mit offenen Augen gelesen werden. Denn genau das erwartet er vom Leser. Ein Verständnis dafür, wo eigentlich die Probleme liegen. Und diese müssen gelöst werden. Man muss Täter schützen, Grenzen zu überschreiten. Daher eine klare Leseempfehlung für alle, die eine andere Sicht der Dinge bevorzugen und die daran interessiert sind, wie das Jugendstrafrecht derzeit wirklich funktioniert.